Schönen guten Tag, Leute. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge Satinas Ketten. Mit dem Rimnir immer noch als Rätselhilfe hier. Jo, wenn man das so sagen kann. Hat im letzten Part bloß so semi-geil geklappt, aber es lag jetzt nicht unbedingt an ihm. Wir holen uns einen Apfel, oder? Ein Apfel und ein Ei. Jo. Genau. Na, es wird schon besser laufen. Das war jetzt die erste Folge nach der Pause. Er ist auch wieder immer ein bisschen reinfinden. Ja, ich glaube, er ist auch ganz gut positioniert jetzt mit dem Brunnen. Das ist ja, da können wir ja denn hin. Und versuchen wir, den mal runterzuschießen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erst den Pfeil und den Bogen kombinieren muss, aber... Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Jo, wir haben einen Geschoss. Also Feuer frei. Sex steht mir bei. Jawohl. Läuft. Der Bogen ist sogar noch im Inventar. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich bloß gerade echt nicht, wie wir zum Brunnen wieder zurückkommen. Ach, wo war denn das? Wo war denn das? Ich glaube dort drunter, den Eingang ich drunter. Ich glaube, der war das hier. Keine Ahnung. Wir wissen es. Und da schwimmt ein Appel. Da schwimmt ein Appel. Hast du da heimlich eine Karte neben dir? Nee. Also manchmal habe ich mit meiner Orientierung doch ein bisschen Glück. Nicht oft. Oh. Also ich überhaupt jetzt, nicht. Jetzt kommt gerade melodietechnisch, kam jetzt gerade so ein Palim-Palim. So sprichst du heute auch die ganze Zeit. Wie Mr. Palim-Palim. Also den Apfel mussten wir auch als Questgegenstand holen. Genau. Jetzt frag ich mich aber tatsächlich gerade, vielleicht müssen wir erst die Statue da durchknüppeln? Nee, er hat ja mal gesagt, die Statue muss erstmal Farbe kriegen, ne? Genau. Aber ich würde sagen, bring das Ding mal gleich der Königin. Na, versuchen wir es. Vielleicht wird dann was getriggert. Ich glaube schon. Triggert ist ja heutzutage eigentlich fast ein böses Wort, ne? Ja. Psychosomatisch genannt. Ja, du, nicht nur bei psychosomatisch Geschichten. Tatsächlich? Nachthaar, diese Aufgabe ist wohl gelöst. Übrigens, die Alte hört sich so arrogant an, da kannst du zwei draus machen. Ja, aber eine Milf ist sie trotzdem. Wäre jetzt so nicht mein Fall, aber mein Gott. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Diesmal sollte er es sich besser einprägen. Hey, die Alte ist so... Naja. Der Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen schwarzen Vogels? Nein, doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Das hat uns jetzt wieder echt arg weitergeholfen. Super. Achte er unser Gesetz. Nerv nicht, Alte. Achte er auf unsere Gesetze. Den Apfel hat er jetzt einmal hingelegt, da habe ich gar nichts gemacht. Okay. Und, Das Licht der Statuette ist an einigen Stellen dunkler geworden, aber mehr auch nicht. Das ist super, das ist echt Knorke, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Okay, ich habe auch noch... Ich habe eine ganz doofe Idee. So nicht. Nee. Ich sag, es war eine doofe Idee. Das führt zu nichts. Kelch mit Stange. Was? Du willst das arme Viech aufspießen? So nicht. Nein, ich wollte das eigentlich mit der Statue verbinden. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist.
er wirft mir wieder Sachen vor. Was waren das nochmal? Feuerstein und Schall. Hm. Verändert ja auch die Farbe. Das geht so nicht. Naja. Hat nicht so richtig geklappt. Ich glaube, wenn, dann muss die Statue schon zu diesem Regenbogenfeld, aber irgendwas müssen wir noch machen, damit die Farbe pappen bleibt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Aber was halt? Warte mal, das Vieh sucht ja auch immer noch. Ich nehme mal den Farbstein mit, damit ich oben hantieren kann. Und das Vieh sucht ja immer noch einen dunklen Platz. Was? Yeah, Hauptsache ein Achievement. Ja, wahrscheinlich, weil ich 3000 Mal den Farbstein jetzt aufgehoben habe oder so. Also keine Ahnung. Was war eigentlich bei der Skulptur? Das ist eigentlich ein schöner dunkler Ort, oder? Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Oder sieht's doch nichts. Das ist doch voll uninteressant hier. Ja, aber er will ja einen dunklen Ort. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Ach, du bist ein Penner. Hätte ich aber auch gemault. In so einem Viechkopf. Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Setzen wir es nochmal rein. Vielleicht müssen wir es ja bloß doppelt machen, weil jetzt hat es ja schon ein bisschen Farbe und wenn ich jetzt nochmal Farbe drauf knall, vielleicht muss man das bloß mehrfach machen. Sieht mir immer noch viel zu weiß aus. Aha. Das Licht der aber du hast doch vorhin was anderes Stellen gemacht. Geworden, aber mehr auch nicht. Hast du dann nicht den viereckigen Kristall rausgenommen, wo die Statue noch drin stand? Ja, aber dann wird sie, glaube ich, wieder weiß einfach nur. Aber ich kann's probieren, ob das nochmal geht. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass die dann noch erstmal bunt war. Vielleicht ist das dann der Ladevorgang. Das darf ich meinen. Und jetzt die Statue vielleicht rausnehmen. Vielleicht bleiben die Dinger pappen. Eine Treppe oder ein Regenbogen. Oder beides. Jetzt ist ein Bild. Ach so, okay. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Warte mal, es hieß doch, dass diese Statue bunt ist. Und ich meine, wenn die in dem Bild steckt, dann ist die Statue doch bunt. Die hat doch nicht gesagt, ob die jetzt mitnehmbar bunt sein soll oder einfach in dem Bild stecken. Das Problem in dem Bild kriegen wir es aber auch nicht auf Menschengröße. Ach so, Menschengröße auch noch. Das war ja das Problem. Ich guck mal, ob die jetzt wieder komplett weiß ist. Das interessiert mich jetzt mal schon. Nee, sie hat die Farbe behalten. Der Statuette ist an einigen Stellen dunkler geworden. Vielleicht muss es noch bunter werden. Aber wie? Geben wir ja nochmal einen Farbflash. Vielleicht alle guten Dinge sind drei. Na, ob das Richtige ist? Naja, probieren wir es mal. Na, Mann. Ach. Eine Treppe oder ein Regenbogen? Oder beides? Dies wurmt! Was habe ich noch inventartechnisch alles da? Ich habe noch ein Netz. Hier muss man ja die Farbschattierung einfangen. Das hilft auch nicht weiter. Ach nein. Nee. Nee, also ich bin mal ziemlich sicher, wir brauchen da noch was dafür. Es muss noch irgendwo mehr Farben hergeben, irgendwie. Ich kann mich ja nur rum. Der V macht mich immer noch stutzig, was so die Farben und sowas angeht. Also vielleicht kannst du ihm eine Feder klauen oder so. Das ist auch schön bunt. Weil die vielleicht, die gerade in die, wo jetzt die Zeit anzeigt, die was erleuchtet ist. Kann man es erklären, man doch. Nee, geht nicht. Die einzelnen Federn? Die bunten Federn? Faunrad? Ah. Nee. Es wird immer Faunrad angezeigt. Bin ich bei der Feder? V. Er hat mir nichts getan, also lasse ich ihn in Ruhe. Ich kann's ja das wollte ich gar nicht. Hallo, kannst du sprechen? Ah! Hey, diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron, ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange? So. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein V, der Ur-V.
um genau zu sein. Die Stimme kenne ich übrigens aus Deponia. Das ist also die Stimme vom Hauptdarsteller. Von Nein, Rufus. Mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ich weiß, du magst das Spiel nicht so. Ja, ja mei. Bestimmtes. Aber es ist cool. Es ist cool. Okay, also wir haben auf jeden Fall dadurch wahrscheinlich jetzt, wie du gesagt hast, wirklich die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Farben zu kassieren, aber ich werde trotzdem mal alle Fragen fragen. Mhm. Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen, aber ganz besonders für die Zeit. Entschuldigung, ich sag gar nicht groß, tut mir leid. Nein, ja. Geht ja gar nicht. Schäm dich. Monster oder Monster oder Helles? Beides. Na, Weißbier. Aber es schmeckt mir heute nicht besonders. Es schmeckt mir nie. Ist nicht alles gleich. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Also das wissen wir ja sogar mittlerweile. Woher merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Das ist wahrscheinlich diese Riesenstatue, die sie da meinen, mit dem, wo ich mal gedacht habe, also, dass das irgendwie so dieser Drache sein könnte oder der Vogel. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Ach, da könnte man ihn gerade in dieser Stunde doch irgendwas klauen, eine Feder oder so. Da kommen wir wahrscheinlich hin. Weißt du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Ah ja, das ist im Prinzip wahrscheinlich das, wo wir auf das Rätselslösung hätten kommen sollen eigentlich. Aber nicht gekommen sind, aber ist egal. Sprechen wir mal aufs Gefieder an. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Okulunculus? Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Ja, dann besuchen wir ihn doch mal, wa? Also gleich. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ach Gott, das wird ein Zeiträtsel auch noch. Nicht nur mit Winter und Sommer, das wird echt lustig. Aber, ich hab da so eine kleine Idee. Okay. Ich dachte, es wäre schon wieder die Zeit rum. Willst du dich mit deinem Ohrenfreund unterhalten, Augenwesen? Nein, nein. Das Auge bleibt zu. Unerreichbar. Du hast Ideen. Vielleicht können wir uns ein faulen Auge mit dem Stecken krallen. Damit lässt sich keine Feder rupfen. Warum nicht? Was soll der Scheiß? Hatte schon bessere Einfälle. Ja, ich auch. Wir fangen ihn. Wie komme ich darauf? Mann! Wir fangen ihn. Keine Zeit für sowas. Doch. Das kann ich besser. Der Witz ist, ich habe echt gedacht, durch diese Größenveränderungsgeschichte und sowas kommen wir ja irgendwie voran oder sowas, aber irgendwie sind wir so gefühlt 5 Minuten weiter und das ist der zweite Part, der jetzt eigentlich schon rum ist. Es ist bockschwer, die ganze Geschichte hier. Also das ist hier wirklich ziemlich strange. Wir haben denn noch die Möglichkeit... Ach, was haben wir denn jetzt? Irgendwas Neues haben wir ja wirklich nicht gefunden. Irgendwas war noch in dem... da, wo der Apfel war, da hingen noch die Bienen rum. Und ich glaube, dass du irgendwas... Sag mal, da kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen dran erinnern. Dass du mit dem... Mit der Stab war doch zu kurz. Oder irgend sowas. Kannst du da nicht irgendwas anders dranhängen? Ich weiß nicht, oder du musst doch den auffangen können, den Honig oder irgendwie sowas. Ich wollte ja irgendwie sowas machen, von wegen, dass den Stab noch größer macht, dass ich da ran kann.
Aber das hat es ja nicht zugelassen. Aber wir können das ja noch im nächsten Part probieren. Der ist nämlich jetzt schon wieder rum hier. Schon wieder. Ja. Aber das ist tatsächlich eine Idee. Ich kann noch mal versuchen, dass ich den Stab größer mache durch den Wasserfall. Aber wie gesagt, Leute, im nächsten Part. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeguckt habt. Und ach, brav. Tschüss. Ja, servus.